Die Risikobewertung muss dringend verschärft werden. Und da ist es ein Skandal, dass die Kommission die EFSA bittet, zu schauen, wo Auflagen reduziert werden können. Hier sollen neue Löcher gebohrt werden und das kann nicht sein. Wir wollen eine gute, sichere Risikobewertung für die Zukunft haben. Ich möchte hier folgende Punkte ansprechen. Einerseits sind die Anträge von ihrer Datenqualität so schlecht, dass sie keine Basis dafür ergeben, dass man ein Risiko ausschließen kann. Zum anderen werden keine Unsicherheiten angesprochen in diesen Anträgen. Außerdem ist es so, dass nach meiner Meinung eine Risikobewertung von gentechnisch veränderten Pflanzen darauf beruhen muss, dass man die Pflanze als Ganzes betrachtet, genauso wie die Managementpraxisänderungen, die damit einhergehen. Und außerdem ist es unbedingt notwendig, dass unabhängige Forscher Zugang zu dem Pflanzenmaterial bekommen, um unabhängige Forschung betreiben zu können. Substanzielle Äquivalenz ist ein Konzept, das vor Jahren eingeführt wurde, um die Risikoabschätzung von genetisch modifizierten Lebens- und Futtermitteln durchzuführen. Dieses Konzept ist auf der einen Seite ein sehr enges Konzept, auf der anderen Seite fehlt bis dato eine klare Definition des Begriffs Äquivalenz. Auch wurde dieses Konzept nicht weiterentwickelt und berücksichtigt nicht neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Daher ist es unserer Meinung nach ein Konzept, das nicht geeignet ist, um eine umfassende Risikoabschätzung sowohl für den Lebens- und Futtermittelbereich als auch für den Umweltbereich für genetisch modifizierte Organismen durchzuführen.